Herzlich willkommen zurück bei Trine 3. Wir haben hier letztes Mal aufgehört bei diesem Frosch oder was auch immer es ist. Ach, seine komische Angelrute ist immer noch weg, okay. Die weißen Dinger waren da vorher nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Der uns leider irgendwie nicht vorbeilässt. Und wir müssen herausfinden, warum. Oh, und nicht hinten rum. Ich muss mich echt erst dran gewöhnen, dass man jetzt hier hinten überall runterfallen kann. Kann aber auch nicht vor oder hinter dem lang, nein. Lass mich durch. Bin ja der Meinung, ich muss irgendwas da an seiner Angel hängen. Oder kann ich hier tauchen? Steuerung weitertauchen. Hier sind so Luftblasen. Kann ich mit denen irgendwas machen? Kann dieses Teil auch nicht weiterziehen, nee. Und sonst gibt es hier unten auch nichts. Vielleicht ganz vorne noch was? Nein. Ich höre hier nur irgendein Schaf. So eine Frechheit. Ja, so eine. Geduld und Enttäuschung gehören zum Leben dazu. Boah, Alter, ich gebe dem seine Enttäuschung gleich. Und was soll ich denn noch machen? Okay. Ja, halte dich durch die Planke fest. Gute Idee. Ist hier weiter zurück noch irgendwas? Vielleicht. Als komische Wand. Ich glaube, diese goldenen Dinger sind Shrine-Ecke, die ich schon gesammelt habe. Kann gut sein. Ich habe hier noch Kisten, die ich mitnehmen könnte. Oben war ich überall schon. Ich nehme einfach mal noch die Kisten mit. Warum gehen die alle kaputt? Naja. Okay, also ich glaube nicht, dass ich da noch hinter dem Speicherpunkt etwas machen muss. So eine Frechheit. Geduld und Enttäuschung gehören zum Leben Ich kann auch nicht so dazu, ohne mein weiteres über Kleiner. den drüber fliegen. Und der ist ja scheinbar immun gegen alles. So eine Frechheit. Geduld und Enttäuschung gehören zum Junge. Leben dazu, mein Kleiner. So viel abballern, wie ich will. Zieh. Was könnte ich noch machen? Könnte mich selber an seine Angel hängen. Ja, irgendwie, aber. Das funktioniert auch nicht. Was ist das? Ich glaube, ich habe es hier irgendwie kaputt gemacht. Kann das sein? Was ist das? Ich knote dich an der Kiste fest. Ist das jetzt ein Bug? So eine Frechheit. Ja, so eine Frechheit. Geduld und Enttäuschung gehören Ah, zum ich habe Leben eine Idee, habe dazu, ich. mein Kleiner. Und zwar, wenn ich die Kiste mit einem kurzen Seil. Halt, nein, das ist.
Nicht kurz genug. Kürzer. So. So eine Frechheit. Ziemlich hoch. Geduld und Enttäuschung. Ja, Enttäuschung am Arsch. Dazu, mein Kleiner. Okay, ich kann nicht über dich drüber springen. Verdammt. So eine Frechheit. Ich habe seinen Angelhaken verschlammt. Kann es sein, dass ich es damit kaputt gemacht habe? Dazu, mein Kleiner. Das Einzige, was ich ja sonst noch zur Verfügung habe, sind diese Stacheln hier. Tja, nun. Es geht hier auch nirgendwo mehr weiter. Ich habe ja auch sonst nichts, mit dem ich interagieren könnte. Muss den da irgendwie vertreiben. So eine Frechheit. Geduld und Enttäuschung. Ja, du bist eine Enttäuschung. Dazu, mein Kleiner. Und du hast eine unsichtbare Wand über deinem Kopf. Geduld und Enttäuschung. Alter, geht ihr mir auf den Sack. Gehören zum Leben dazu, mein Kleiner. Ja, ja. Kann wunderbar an seiner Angel rumbaggen. Aber da hört es dann auch irgendwo auf. Und das ist komische Angel. Ich glaube, ich habe seine Angel kaputt gemacht. Kann es mir zumindest gut vorstellen. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz. Ich habe jetzt 10 Minuten hier rumgeeidelt. Also nicht rumgeeidelt, aber ich habe 10 Minuten, keine Ahnung. Ich mache jetzt hier kurz den Cut. Und melde mich wieder, wenn ich rausgefunden habe, wie ich diesen Spacko hier besiege. Naja, Komplettlösung werde ich nicht gucken. Unter anderem gibt es, glaube ich, noch keine. Also keine so einfach. Das Spiel ist ja noch nicht so alt. Ich probiere einfach noch ein bisschen rum. Vielleicht starte ich auch das Level neu. Vielleicht habe ich hier irgendwas verbuggt, weil ich den Angelhaken da hinten irgendwo in die Wand geworfen habe. Mal gucken. Bis gleich. Tschüss. Ja, und da bin ich wieder zurück. Wie man sehen kann, ist Eddie hier verschwunden. Dafür haben wir jetzt so einen komisch in der Gegend rumbackenden Fadenbusch. Keine Ahnung, wie auch immer. Folgendes war das Problem. Ich habe erst ewig noch rumprobiert. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt hier geschnitten habe. Und habe dann erst überlegt, ob ich vielleicht, ich habe das ja, als noch in der Early Access war, mir schon geholt, ob das noch die Early Access war, die hier zu Ende war oder so. Aber keine Ahnung, ich konnte auch irgendwie nichts darüber finden und habe dann das Level nochmal von vorne gespielt. So abgebrochen und mal von vorne gespielt und da hatte der Typ an seiner Angel noch den Haken hängen, den ich später irgendwann da hinten in der Wand verbummelt habe. Und da musste man so hier so ein Seil durchschneiden, dann hat er sich bedankt dafür, dass er jetzt Abendessen hat und ist gegangen. Und dann habe ich direkt ausgemacht, aber leider speichert der instant alles offenbar, weil der ist jetzt leider schon weg. Dafür hängt aber jetzt noch seine Angel hier rum. Also zumindest. Okay, also ich glaube irgendwie diese Stelle ist ein bisschen verbuggt. Deswegen gehe ich jetzt einfach schnell weiter. Obwohl das spaßig ist, da runter zu fliegen. Egal. Weiter geht's, endlich. Ach, guck mal. Ziegen. Nee. Die hat fast normale Hörner, die anderen sind ein bisschen abgespaced. Und was war das? Ach so. Gegner. Na komm. Gib mir noch ein paar. Ich habe auch mal die Lautstärke vom Spiel ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise. Aber mir ist dieses permanente. Und da möchte ich die Einrastfunktion aktivieren. Nein. Okay, das heißt, Shift-Spam ist nach wie vor keine gute Idee. Da falle ich auch jedes Mal wieder drauf rein. Ein Glück, dass die Aufnahme nicht abbricht. Ui. Und hab... Jawohl. Okay.
Meins. Ja. Also mit der dritten Dimension, es ist ganz gut geworden, aber es ist verwirrend im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Mehr Wegeplanung deiner Kollegen? Sie werden sich garantiert irgendwas dabei gedacht haben. Ja, die Zauberer haben sie nicht mehr alle. Nein, verdammt, okay. Ich muss noch eine Runde fahren. Verdammt, nein. Okay, das war richtig schlecht. Dreh den Mist mal. Ach, verdammt. Mann. Ich hasse diese Drehdinger. Die waren schon im letzten Teil nicht cool. Weil da konnte ich zumindest mit 300 Milliarden Kisten das irgendwie ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, das bringt nichts. Okay, gehe ich erstmal hier drauf. So, jetzt ist die Preisfrage, wie komme ich darüber? So irgendwie nicht. Ich könnte aber, wenn ich mit Sawyer das Ganze mache. Jawohl, perfekt. Genau so. Schön. Darunter muss ich ja nicht. Da ist nur ein bisschen tot. Moment. Kann ich dich runterziehen? Wieso sollte ich diese Plattform runterziehen wollen? Oben gibt es noch ein paar Schweinecke. Gratis zum Abholen. Ach komm, lass die Kante los. Hm. Ich habe keine Ahnung, warum der Fahrstuhl da ist, aber ich habe alles geholt. Wo? Oh, ich will den Hinterhalt auch sehen. Sind das eigentlich für Biester? Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Die sehen aus wie Bäume. Ein bisschen. Naja. Der Zauber sah ja immer noch aus wie der Typ, den man im ersten Teil platt gemacht hat. Wobei da aber auch nicht erklärt wurde, was das genau jetzt war. Das Böse halt. Warum mache ich es mir eigentlich so kompliziert? Ewig, ich weiß nicht. Ich finde, mit einer Kiste ist der nicht mehr so praktisch. Okay, da komme ich nicht hoch. Auch wenn er jetzt dafür seine Kisten auf den Boden stampfen kann. Pontius, du bist mit uns gekommen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Aber warum sollte Pontius der Mutige freiwillig auf seine magischen Kräfte verzichten? Ich finde den Trine ziemlich ungerecht, weil unser Abenteuer nur auf eine sozioökonomische Klasse abzielt. Wie bitte? Wir retten ständig nur Könige und Prinzessinnen. Was ist mit den Schafen? Einmal was Intelligentes gesagt, schon muss was wieder kaputt machen. Ui. Und zwei. Ich wette, diese Wurzeln kann ich kaputt schlagen. Und dann kann ich das hier runterholen. Genau. Genau das wollte ich. Ja, nee. Zieh das Ding mal ran. Okay, da ist sie nicht stark genug zu. Ah, oh, endlich. Mein Gott. Der Enterhaken ja tatsächlich gebrauchsfähig. Hab ich in den vorherigen Teilen ja nie benutzt.
Jetzt wird man dazu gezwungen, den zu benutzen. Plöpp. Nein. Komm, halt dich da fest. Okay, perfekt. Und da glitzert's. Das habe ich gesehen. Okay, da um die Ecke gibt es aber auch noch was. Das heißt, ich möchte da auch noch hin. Ich glaube, ich weiß, was hier was zur Hölle? Was hier verlangt wird. Nein. Oh. Das ist nicht mal Glück. Verdammt. Erstmal sterben. Aber rein vom Prinzip her hat Pontius natürlich recht. An sich sollten wir jeden retten. Nicht nur irgendwelche Prinzessinnen, Könige. Also das ist das unfair. Mein Gott, ey. Soll sich doch nur an der Kante festhalten. So schwierig ist das nicht. Pontius hier. Irgendwie, keine Ahnung. Mach was, Pontius. Backe dich die Wand hoch. Los. Es geht echt. Es ist so ein Witz, dass man das machen kann. Aber gut. Ich benutze nur mal das, was das Spiel mir gibt. Komme ich damit eigentlich jede Wand hoch? Okay, ich frag nicht. Irgendwas schießt da unten. Von irgendwo kamen Schüsse. Oder waren das diese Dinger, die beschworen wurden? Ich weiß es nicht. Aber an sich sind die mit Säuer einfacher sogar zu besiegen. Die bewegen sich ja ultra langsam. Hier ist dein Schalter. Preisfrage, möchte ich diesen Schalter ziehen? Okay, ich wollte eigentlich nicht, dass die Kiste kaputt geht. Da ist ein Speicherpunkt. Was macht der Schalter? Ah, der Schalter hat den Schuss gemacht, den ich gesehen habe. Wofür ist das da? Der hat hier irgendwas kaputt gemacht. Liegen doch die Hörner von denen? Los, schieß! Und nächster Abseits. Und ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Einen Moment. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie habe ich die ganze Zeit so einen trockenen Hals. Okay, da unten sehe ich auf jeden Fall schon mal Dinger. Okay, ich kann die aneinander befestigen. Bringt mir das irgendwas? An sich muss ich... Da muss ich ganz am Ende drauf. Ah, ne, Moment, ich hab eine Idee. Oh, ich bin die Klippe runtergesprungen. Hups. Aber ich habe trotzdem eine Idee. So, ja, ich brauch dich. Komm her. Lebe. Da freut sie sich.
Okay.